Moin, ihr Wissensdurstigen, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine Mercedes-Benz B-Klasse vom Baumuster 245 und Apo 1977 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein Video machen könnte, wie man die hinteren Türverkleidung ausbaut. Also, das machen wir heute. Auf geht's! Erster Schritt, wir gehen hier mit einem Hebelwerkzeug zwischen Türverkleidung und dieser kleinen Verkleidung. Drücken Sie zu uns ran, ziehen Sie dann nach oben raus. Dort wird jetzt der Weg frei für zwei 30er Torx Schrauben. Die lösen wir. Dann nehme ich mir einen Kunststoffkeil und gehe hier auf der linken Seite, von mir aus gesehen, zwischen Tür und Türverkleidung. Da versuche ich mich reinzutäuschen. Dann drehe ich ihn ein wenig. So, da ist schon der erste Nupsi rausgekommen. Wenn der erste fällt, dann fallen die anderen meistens schneller, besser meine ich. So, ringsherum. Ich lasse den Kunststoffkeil hier drin und gehe einfach nur ein bisschen weiter und drehe dann den Kunststoffkeil einfach nur. Das mache ich auf beiden Seiten. Wenn das mal bei einem Verdrehen nicht gleich klackt, nicht verzagen, die Stellung wechseln und weitermachen. So, nachdem hier alle Türnupsis gelöst sind, drücken wir die Verkleidung nach oben und holen sie hier oben aus der Halteleiste raus. Dann müssen wir nur noch den Bautenzug von der Innenbetätigung lösen. Dann in meinem Fall hier noch den Stecker vom Fensterheberschalter. Und die Türverkleidung ist ausgebaut. Zum Thema Einbau müsst ihr nicht wirklich viel beachten. Ihr müsst darauf achten, dass alle Türnupsis wieder an ihrem Fleck sind, an der Türverkleidung, dass die Geräuschdämpferringe an den Türnupsis sind. Die bleiben manchmal an der Tür kleben. Dann natürlich, dass der Türpin durch das dafür vorgesehene Loch geführt wird. Dann noch Bautenzug, Stecker, Schrauben ran, Verkleidung vor und die Sache ist wieder dran. So, wir kommen zum Ende des Videos. Ich hoffe, Apo 1977, ich konnte dir weiterhelfen und natürlich auch vielen anderen auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da, einen Daumen hoch oder kommentiert das Ganze. Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Chess-Techner kann auch dir helfen.